Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fall Guys. Und ich spiele zum ersten Mal die neue Fall Guys Season und ich habe direkt eine neue Map. Läuft auf jeden Fall. Sehe, die Farben haben sich hier ein bisschen geändert. Wir haben auf jeden Fall schon manche paar bisschen reingesuchtet. Man kann sich immer noch keine Battle Pass Level kaufen. Hört dann. Oh Gott, Moment. Okay. Nein, jetzt muss ich erstmal hier schalten, was hier eigentlich passiert. Oh nein, oh nein, oh Gott. Junge, das ist hier schwierig. Aber wenn hier so viele... Man kommt auch nicht richtig durch, wenn hier 10.000 Leute auf einem... Teil rum... Oh, nein! Ey. Was ist denn... Wie soll ich denn hier durchkommen? Ich werde hier schon gezwungen. Na, ich komme nicht durch. Ich werde die ganze Zeit weggeschubst. So. So. So mache ich das nämlich, wenn ich nicht die ganze Zeit weggeschubst werde. Ich noch mal von. Ich werde nochmal von neu gespawnt. Wie assi ist das denn? So. Nein. So, zack, zack, zack. Rüber da. Und. Jetzt. Ne, wie hat der mich denn getroffen? 21 sind schon im Ziel. Das schaffe ich doch niemals. Wieso springst du denn nach unten? Habe ich gesagt. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie man das schafft. Ich werde hier die ganze Zeit zermobbt. Einfach nur. Ich schaffe das nicht. Das ist einfach schon zu schwierig für mich. Also bei dieser Map hätte Trimax überhaupt keine Chance. Ich bin so sauer auf dich. Ich frag mich ernsthaft, wie soll man das schaffen? Ich werde hier einfach nur die ganze Zeit zertreten. Das ist viel zu schwierig. Also für mich ist das nicht lösbar. Also für mich ist das nicht lösbar. Ich werde die ganze Zeit nur runtergehauen, weil erstens viel zu viele Leute sind, so dass ich überhaupt gar keine Chance habe. Dann, wenn ich mal eine Chance habe, werde ich ganz halt nur, weil... Wie viele Dinger kommen? Ich glaube, 5 oder 6 Stück sind da auf einer Reihe. Und dann musst du da, was weiß ich, 5 oder 6 rein durchlaufen. Und dann hast du da nicht mal einen Checkpoint. Wie schafft man das in so einer kurzen Zeit? Weil die Leute sind doch echt krank. Hindernisrennen. Wenigstens etwas, was ich kann. Und wo man nicht jede Sekunde weggeschossen wird. Das kriege ich, denke ich, mal hin. Ich habe auch mitbekommen, es gibt nur 4 neue Spielmodi, die man zocken kann mit der neuen Season. Ich weiß, das Fall Guys Developer Team ist jetzt noch nicht so groß, aber nur 4 neue Minigames finde ich jetzt schon ein bisschen wenig. Ich hoffe, dass im Verlauf der Season noch vielleicht 1, 2 dazukommen. Und zur Season 3 mehr. Also mit mindestens 5. Ich hätte eigentlich erwartet, dass somit eigentlich alle bis fast alle Spielmodi in der Season 2 ersetzt werden. Aber anscheinend haben die Zeit nicht dafür oder sind einfach zu faul. Ich werde die ganze Zeit hier nur weggebasht. Wie habe ich das denn gerade gemacht? So. Frag mich eigentlich, was es hier bringen soll. Ich werde höchstens nach hinten geschubst, aber ich weiß nicht, wer sich das da ausgedacht hat. So, und zack. Was? Moment. Hä? Ich kann niemanden mehr festhalten, fällt mir gerade auf. Man kann jetzt wahrscheinlich nur noch festhalten, wenn man zum Beispiel abschweifen oder so spielt, nehme ich mal an. Okay, das finde ich einerseits auch gut. Da wird man wenigstens die ganze Zeit getrollt. Aber andererseits ist es auch nicht mehr so lustig. Na gut, egal. Haben die eigentlich extra so paar Felder da freigelassen? Weil mit 60 Spielern füllt sich ja nicht das ganze Regal da. So, mal sehen, ob wir was Neues bekommen. Eins habe ich schon gesehen. Das zweite, ja. Ich glaube, da war gerade noch was Neues.
Ich bin noch komplett neu. Ich habe noch überhaupt nichts hier gespielt. Ich mache das jetzt hier zum ersten Mal in der Season 2. Und wir haben Hexenwerk. Okay. Das ist, glaube ich, ja, das nicht neu. Das kenne ich schon. Da wurde ich einmal von dem Hacker voll... Der ist irgendwie durch die Map geglitscht und gepackt. Ich weiß es nicht. Cool, wir fliegen. So, da ist der Blaue. Den muss ich mal im Auge behalten. Ich glaube, ich wechsle hier schon mal die Seite. Oh nein, Moment. Ich bin gelb. Das heißt, die Blauen dürfen mich nicht erwischen. Oh nein, nein, nein. Blau. Nein, nein. Ach Junge, warum läufst du denn nicht? Ach komm. So. Du, hallo? Hä? Was? Das will ich auch haben. Das will ich auch haben. Wie ist der geflogen? Warum fliege ich nicht? Hä? Moment mal. Hä? Moment mal. So, sie kurz was gucken. Hechten, greifen? Warum ist denn greifen da drauf? Jetzt kann ich wieder greifen. Die haben die Einstellung zurückgesetzt. Was ist das denn? Wollt ihr mich verarschen? Ich werde in die neue Season geschmissen. Dann kriege ich erstmal ein unmögliches Jump'n'Run oder was darstellen sollen. Danach merke ich erstmal, dass meine Tasten zurückgesetzt werden. Es wird ja hier immer besser. So, Leute, ich gehe das Ganze mal kurz umstellen, damit ich halbermaßenwegs einmal spielen kann. Ich bin dann fertig, weil mir aufgefallen ist, dass nur eine Sache zurückgesetzt wurde, weil der Rest alles Standard ist. Ja, ich bin ein Genie, würde ich mal behaupten. Und hier haben sie hinten schon diese komischen Haare. Ich finde es so weird. Warum kauft man nicht sowas? Ich würde mir das höchstens zum Trollen kaufen. Das sieht einerseits lustig aus, aber einerseits auch richtig komisch. Was ist denn mit diesem Pferd? Warum hat denn das ganze Zeit diese Hände in der Luft? Und mit dieser Ananas? Hä? Ist das ein Bug? Das kann doch nicht normal sein. Jo! Tut er mich hier erstmal blockieren? Das gibt direkt eine Anzeige. Nein, ich will da mit drauf. So. Und ich finde es aber inzwischen, finde ich eigentlich, obwohl nur ein, zwei Minuten vergangen sind, inzwischen wieder gut, dass sie nicht alles ersetzt haben, weil es auch viele coole Minigames hier gab. Wie zum Beispiel Swippenlaufen. Zumindest sind diese Minigames hier möglich für mich. Dies andere Teil dort, das ist wahrscheinlich viel Schleimkrax. Das habe ich am Anfang auch gedacht. Das werde ich niemals schaffen. So, und jetzt rein mit dir. Er hat einen Drachen. Wann war der denn im Shop? War der bei mir schon mal im Shop? Ich spiele nicht täglich. Ich schaue nicht täglich in den Shop rein. Ich weiß nicht. Aber diesen Drachen will ich auch haben. Na, endlich. Das hat ja hier gedauert. Meine Güte, was braucht mir so lange? Also, aber man merkt schon direkt, was im Shop ist. Ich sehe jetzt hier schon mindestens 4 Leute, die genau dasselbe Oberteil annahmen. Da waren gerade immer hintereinander dieselben Minigames. Ich habe auch übrigens jetzt nicht das normale, es gibt ja jetzt 2 Modi. Den ganz normalen Modi und ich habe jetzt so einen Dauerlauf, glaube ich, heißt das, ausgewählt. Das bedeutet, ich bekomme jetzt nur Minigames, die was mit Laufen zu tun haben. Nichts mit Festhalten oder sonst was, nur mit Laufen. Sind zwar immer noch die meisten, aber manche sind dann halt damit schon raus. Und Türenlauf sollte ich normalerweise in der Regel hinbekommen. Mir sind auch gerade diese Kronen hier unten aufgefallen. Weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist, weil es sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich weiß, es hier durchgeht. Ich bin halt... Geht es eigentlich am Anfang durch jede Tür? Nee, ich glaube nicht. Ja, wahrscheinlich. Wir rennen alle... Jo. Bin ich gerade gegen die Wand gerannt oder wurde ich dahin geboostet?
Das ist gerade hier ein bisschen stressig, die ganze Zeit Atemprobleme zu bekommen. Oh nein. Ach, da hätte ich ja locker durchkommen. Jo, man sieht hier überhaupt nicht durch. Ich muss mich schon bemühen, dass ich meinen Typen hier... Was? Ich habe gar nichts gemacht. Ich wurde einfach nur mit runtergedrängt. Komm, das geht hier noch mit ins Ziel. Aber man hat jetzt auch einen leichten Schwenker, wenn man qualifiziert ist. Ist mir gerade zweimal aufgefallen. Weil mehr zweimal bin ich noch nicht weitergekommen. Aber das wird noch. Und der eine Typ ist wieder dahin durchgebackt. Inzwischen habe ich beim letzten Video habe ich mir erst mal im Cut angeguckt. Die bleiben irgendwie da stecken, drehen sich nach hinten durch diese Wand und dann fallen die hinten einfach runter. Haben da aber noch nicht behoben. Egal, finde ich trotzdem lustig. Weiche fliegende Früchte. Weiche? Ist ja wohl ein Scherz, was für weiche fliegende Früchte. Die hauen mir komplett die Birne weg. Ich habe schon dreimal mindestens eine Gehirnerschütterung wegen den Steinknochen hier bekommen. Aber das ist echt eine Zumutung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jo, ich bin gerade Erster, kann das sein? Das hätte ich nicht sagen sollen. Gleich fliegt wieder irgendeine Frucht auf mich. Das ist halt typisch. Sag ich doch. Zweimal hintereinander. So, jetzt bin ich statt Zweiter nur noch Dritter, aber egal. Wenigstens habe ich es geschafft. Wenigstens kann ich etwas. Ja, komm, meine liebe, Pflanze? Den Skin kenne ich auch nicht. Das passiert wohl, wenn man Vollgeist nicht so aktiv spielt. Aber in letzter Zeit hatte ich irgendwie nicht mehr so den Reiz auf Vollgeist. Hab den Battle Pass deshalb nicht voll gemacht. Ich bin, glaube ich, nur so bis Level 30 gekommen. Das hat auch irgendwie nicht mehr so gebockt. Jetzt zur neuen Season habe ich jetzt auch irgendwie nicht den Catch. Boah, das muss ich zocken. Aber wir haben was Neues. Wahrscheinlich zeigt er ein neues Minigame an und wir kriegen das alte. Aber hier haben sie wenigstens auch was getan. Haben sie verschiedene Muster draufgepackt. Ich glaube, das war jetzt nicht so die Weltarbeit, aber das Team hält sich, glaube ich, noch sehr zurück, was das angeht. Jo, wahrscheinlich laufe ich da nochmal runter. So. Okay, ich möchte einmal drauf. So, hier mal lang. Hallo, nein! Lasst mich doch in Frieden. Oh nein, nein, nein. So. Ich fühle mich hier sehr unsicher. Woran wird das wohl liegen? Was? Was? Wie kann das denn sein? Ich... Och, nee. Nee, also. Tut mir leid, Leute. Ich muss da kurz eine Adresse raussuchen. In der Zeit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns montags, mittwochs und freitags romantisch um 15 Uhr wieder. Haut rein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ciao, Leute.